Es ist die entscheidende Szene bei der Generalprobe im Kieler Opernhaus. Nachdem der Prinz die Rose der Zauberin abgelehnt hat, verwandelt sie ihn in ein Biest. Weil die Verwandlung auf der Bühne schnell gehen muss und Prinz und Biest so unterschiedliche Charaktere haben, wird die Rolle von zwei Tänzern übernommen. Damit aus Christopher Kaduk die glatzköpfige Kreatur wird, muss er eine Stunde lang in die Maske. Mein erster Disney-Film, den ich gesehen habe, war Die Schöne und das Biest, zufälligerweise. Und ich habe dann auch Jahre später im Fernsehen diese Jean Cocteau-Version gesehen, den alten Schwarz-Weiß-Film. Und ich weiß noch, damals, als ich den gesehen habe, habe ich mich mega gegruselt, weil es ist großartig gemacht. Also was Schwarz-Weiß damals für einen extremen Effekt hatte und einfach auch die Maske und wie die Darsteller großartig, wie die gespielt haben. Und natürlich, als ich dann erfahren habe, dass wir Schön und das Biest machen, habe ich nochmal alles aufgefrischt. Natürlich, den Disney-Film kenne ich in- und auswendig. Dann habe ich den Jean Cocteau-Film nochmal geguckt. Und ja, also ich hatte so ein paar Kindheitserinnerungen natürlich, ja. Ich denke, alle kennen schon Geschichte. Und da jedes Märchen gibt es eine kleine Philosophie oder Idee. Und ich finde, die Schöne und das Biest gibt es auch etwas sehr interessant. Man muss die Schönheit sehen, nicht nur mit Augen, sondern auch mit Herz. Und das gefällt mir sehr. Der Choreograf will auch, dass die Bühne zu einem magischen Ort wird. Bewegen sollen sich deshalb nicht nur die Tänzer, sondern auch Boden, Leinwand und Licht. Bei diesem Stück bewegt sich die Bühne sehr viel. Für uns war es auch was ganz Neues, was Interessantes auch mit der Projektion, dass man auch so kurze Videos sieht. Den rechten Arm des Prinzen noch ein Stück höher und den Kopf zur anderen Seite, dann passen aufgezeichnete Projektion und Bühnenbild auch zusammen. Solche kleinen Fehler sollen ab morgen nicht mehr passieren, bei der Premiere im Kieler Opernhaus von Die Schöne und das Biest. Thank you.